Grüß euch, meine Freunde. Heute ist es mal wieder soweit. Heute geht es wieder auf Exploring Mission. Und zwar sind wir heute im wunderschönen Eisenerz. Schaut es euch an. Traumhafte Aussicht schon wieder. Ja, was haben wir da vor in Eisenerz? Und zwar suchen wir heute ein paar Stollen und schauen mal, ob wir uns ein bisschen in den Untergrund begeben können. Ja, da haben wir schon eine kleine Höhle 2 gefunden, leider geht es da nicht weiter. Deswegen suchen wir weiter. Das ist er, der Erzberg. Ja, so wie es ausschaut, mit der Exploring Mission zu einer Wander-Challenge. Wir sind jetzt schon eine Zeit unterwegs und suchen den Stollen noch immer. Aber schauen wir mal, wenn wir schon noch was finden. Ja, immer noch, die braucht die Drohne nicht, aber da hätte man schön erkunden können, wo irgendwas ist. Ja, Captain Einsicht, nachher ist man immer gescheiter, gell? Oh, was an Google Maps ein bisschen verdächtig ausgeschaut hat, sind da leider nur die ganzen blattgemädelten Bäume. Ja, können wir noch weiter suchen. Leider noch immer keinen Bunker gefunden, aber da werden die Rehe gefordert. Schaut euch das an, hab's aber schon mal gesehen. Schau, das ist ja ein schlauer Jäger. Da vorne sitzt der Jäger im Häuserl drinnen. Dann wartet er, bis er da die Rehe kommen und dann brauchst du das nochmal schießen. Der hat es leicht gemacht. So reduziert man erfolgreichen Bestand. Ja. Jetzt kann es soweit sein, wir haben von herum was entdeckt. Das ist ein kleiner Platz, der ist abgesperrt mit dem Zaun. Da werden wir jetzt mal hinschauen, vielleicht geht es da weiter. Okay, wir haben da was angefunden. Das kann jetzt vielleicht nur ein Brunnen sein. Vielleicht geht es aber tiefer runter. Der Leiter geht durch, aber es ist alles voller Wasser. Ah, okay. Also sicher geht es auch nicht weiter, das dürfte wirklich nur ein Brunnen sein. Ja, da geht es wirklich noch weiter. Da haben wir schon was angefunden, eine Höhle, da werden wir gleich mal reinschauen. Hoffentlich geht es da weiter. Schaut mal ehrlich gesagt ein bisschen. Da hat sich schon jemand breit gemacht. Betoniert aus. Anscheinend wohnt da wer. Oder auch nicht. Schauen wir rein. Ja, groß ist sie leider nicht. Okay. Diesmal sind es keine Bierdosen, diesmal sind es Gartenzweige. Was? Gartenzweige. Ja, wir hätten Stollen angefunden, leider sind die zugemauert. Okay, da geht es zur anderen Seite nochmal. Da muss man reinkommen, Bart. Okay. Wir werden uns jetzt einmal auf die andere Seite begeben. Da haben wir gesehen, da kann man reingehen. Hoffentlich kommen wir da rein. Unglaublich, wir haben einen Stolleneingang angefunden. Einziges Problem ist, er ist verschlossen. Er ist richtig gut verschlossen. Das darf ich wirklich nicht wahr sein. Genau wegen dem, was wir herkommen. Aber da gibt es einfach keine kommen. Keine Chance. Tja, wie es ausschaut, ist aus unserer Exploring Mission heute dann doch noch eine Wanderung geworden. Aber eine schon in einen Keller. Das heißt, dass man dann in einen Stollen reinkommt. Das haben wir aber leider irgendwie auch nicht angefunden. Und nähere Informationen darüber hat es auch nicht wirklich gegeben. Was wir jetzt aber noch machen, wir gehen jetzt noch eine Runde um den Leopoldsteinersee und da gibt es noch ein paar geile Aufnahmen davon. Ja, weil da ist es einfach nur herrlich, schaut es euch mal an. Da die Berge. Da der See.
mal, wie schön klar da das Wasser ist. Wahnsinn. Und da werden wir uns jetzt drüben hinstellen auf die Förderbank, dann mit der Drohne abheben. Da kommt das Schmerzwasser daher und da rennt es rein. Das Panorama ist ja schon herrlich. Oh, wie für uns geschaffen. Zweimal Sitzplatz, wenn das nicht der Drohnenflugplatz Nummer 1 ist, weiß ich auch nicht. Also ich kann nur empfehlen, wenn es in der Nähe von Eisenherz hat, schaut es mir eher voll schön an. Das ist immer Wanderung wert. Oder einen kleinen Spaziergang um den See, sagen wir so. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, was soll ich sagen dazu? Das, was wir anfinden wollten, ein Teil davon haben wir angefunden, reingekommen sind wir leider nirgends. Und ja, im Endeffekt ist das der Exploring Mission eigentlich noch eine kleine Wanderrunde geworden. Aber ich hoffe, ihr habt ein paar geile Eindrücke bekommen vom Leopoldsteiner See. Da kann ich nur wirklich dazu sagen, wenn es in der Nähe von Eisenherz hat, schaut euch den an. Im Sommer, ich schwöre es euch, da spiegeln sich die Berge im Wasser. Das ist wirklich traumhaft. Und man kann ein Tretboot ausbauen, also immer ein Besuch wert. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert was, lasst mal ein Like da, abonniert meinen Kanal. Jo, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum weiteren Video.